Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Wie oft habe ich eigentlich schon im Multiplayer zusammen mit Pascal gesagt? Also ich meine, das So, zieht sich ja nicht nur durch ein Projekt, sondern durch sehr, sehr viele. Ich meine, das ist auch eins der Grundkonzepte von diesem Kanal. Also ja, viele. Also ich würde sagen, ich glaube, den Einsatzstoff können wir wegmachen. Oh, Einsatzort erreicht. Ja, das ging schnell, eins zu unterreichen. Nee, weil die Wache einfach daneben ist. Die freiwillige Feuerwehr ist direkt daneben. Machst du den VU? Meine freiwillige Feuerwehr ist direkt neben dem Reimhochmelder. Also das ist deine freiwillige Feuerwehr, ich dachte, wir meinen. Okay, dann mache ich den VU. Nein. Okay, ist aber deine Hauptwache 1, ne? Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Der VU. Achtung! Ja, da kannst du allerdings auch schon von der Wache 2, ist das? Nee, 13 kannst du schon weiter senden. Ich schicke allerdings mal einen HLF mit hin, dass ich da unterstützen kann. Ein HLF und ein LF kommt von mir, von der Wache 13. Okay, sehr hilfreich. Pia Opa. Ja. Ich hole Rettungsdienst aus der Wache 1, 3 RTW, ein NEF. Ja, ich habe Wache 9, glaube ich. Genau, zur Wache 9. Was holst du? 3 RTW an NEF. Dann hole ich das genau das gleiche. Anaphylaktischer Schock. Willst du den machen oder ich? Das ist egal. Haben beide was in der Nähe. Ich habe nur einen RTW. Der? Ich habe nur RTWs. Ja, dann mache ich den. Oh, jetzt auch schon die Sirene bei deiner Feuerwehr. Jo. Die brauchen wir ein bisschen, ne? Muss jetzt mal alle angefangen kommen. Ja, der PKW. Jetzt, der PKW. Das heißt, der Rest wird jetzt auch gleich ausrücken. Ja, jetzt rücken sie aus. Tatü, tata. Na komm, PKW, fahr. Schon das gesamte, ja, oder mach so. Das gesamte Gelände. Bin bereit. Jawohl. Noch einen sehr weiten Anfahrtsweg. Ja. Was geht's? Zu Befehl. Aber sowas von... Ja? Ei, ei, ei. Warte, nein. Deine Feuerwehr und dein Rettungsdienst sind da. Beim Verkehrsunfall? Mhm. Wird erledigt. Krankentransport. Pascal, ich habe gerade etwas sehr Gutes festgestellt. Du kannst, wenn die Leute noch eingestiegen sind in dem Feuerwehrfahrzeug, kannst du das auswählen, dass die Atemschutz anlegen. Dann haben die das auch relativ schnell an. Also im Fahrzeug schon sagen. Im Fahrzeug, okay. Bevor du die aussteigen lässt, sagst du denen, Leute, macht mal das und das. Das ist doch cool. Das ist ziemlich praktisch. So, mein Rettungsdienst. Ich meine, es ist ja auch realistisch, weil du hast, du hast ja auch die auf dem Rücken dann zum Teil. Also in dem Sitz sozusagen. Das habe ich jetzt hier natürlich wieder vergessen, nicht Depp. So, mein Rettungsdienst beim Verkehrsunfall da. Und auch dieser fancy RTW hier mit diesen QR-Codes drauf. Dass wenn Gapfer da versuchen zu fotografieren, dass sie die Meldung aufs Handy direkt bekommen, Gapfen tötet. Was geht's? Verstanden. Aber als Abschreckungsmaßnahme. Und wenn du das einfach machen kannst mit einfach so einem QR-Code da aufs Handy drauf. Was geht's? Auf das, ist in Arbeit. Sofort wurde drauf kleben. Dann ist es doch eigentlich der ganze. Also ich sag mal so, der Bus, der war eigentlich nicht involviert, der ist jetzt gerade nochmal dazu gefahren. Ja. Muss man sonst noch was sagen? Der Bus ist reingefahren, das hab ich gesehen, ne? Was jetzt auch noch brennt, ist auch nicht. Ah, hier gibt's gar nicht so viele Hydranten. Wir müssen halt ein bisschen rennen. Oder reicht das? Nee. Okay, probieren wir es mal mit ich dem. Ich hab irgendwie einen Hydranten gefunden. Nee, ich hab vom Heimrauchmelder geredet. Nur ich hab einfach den genommen, der unter dem Bus ist. Was gibt's? Oh ja. Nimmt der schon mal die Schere. Also im Bus sind keine Personen drin. Auch kein Der ist ausgestiegen, ja. Deswegen, soweit alles super. Krankentransport, machst du den? Ja. Sehr gut. Willst du Polizei zum Unfall holen oder soll ich das hier machen? Mach du mal bitte lieber. So, die Frage ist, habe ich noch eine zweite Schere auf dem Fahrzeug? Also ich habe ja zwei Fahrzeuge. Kannst du dir auch die Schere vom anderen Fahrzeug holen? Nein, kannst du nicht. Nur die HLS H1, ne? Nicht das LF.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil das andere ist nämlich ein LF. Okay, so eine Schere habe ich. Ne, ich habe auch eine. Habe ich schon ausgerüstet. Ich nehme den gelben. Können wir mal beide mal losschneiden. So, ich rüste meine Sunnies und den Notarzt auch schon direkt mit dem Köfferchen aus. Da könnt ihr einfach schneller losrennen. Habe ich auch schon gemacht. Dann, so, ach, du hast drei RTWs sogar geholt. Habe ich doch gesagt. Okay, drei, Nee, drei okay, war... Krankentransport ist da. RTW. Ich habe verstanden, zwei RTWs deswegen. Hatte ich auch zwei geholt. Nimmst du das grüne? Ja, scheint so. Dann nehme ich das ja. Beige. Hier ist noch ein Fahrzeug reingefahren, ne? Ist das zu fassen? Naja. Das ist der goldene Bus-Dings. Wie nennt man das? Ja, ich weiß schon, was du meinst hier, der ein bisschen länger ist. Sorry, ich hab dir, glaube ich, das aus Versehen geklaut. Das wollte ich eigentlich nicht. Ach nee, der steht einfach im Weg. Lol. Nee, ich hab das Beige freigeschaltet, nicht das Grüne. Ach, lol. Wait, what? Hä? Das macht absolut keinen Sinn von den Positionen. Aber anscheinend kam das Beige nicht ran oder so. Ja. Polizei. Ich muss dann auch nochmal hier hin. Beim Heimrauchmelder. Die Tür wieder zumachen. So, die RTH sind außer Dienst mal wieder. Ach, die bleiben mal lieber noch. So, what's going on here? Geh mal versorgen, bitte. An dem Bus, wie der da abgeschleppt wird, das finde ich interessant. Das wird interessant, ja. Wie auf die Abschlepper passt. Die Atemschutzüberwachung lassen wir noch fürs Erste aus. Die kommt irgendwann im weiteren Verlauf des Let's Plays mal dann zu. Wo uns ein bisschen sicherer sind und nicht irgendwelche Industriebrände plötzlich. Guck mal, mit so wird der Bus. Naja, einfach so blüpp eingetütet. Sie komprimiert. Bei mir braucht einer Notarzt. Du hast deinen Notarzt dabei, ne? Mhm. Also meiner ist jetzt schon weg, aber ich kann das im schlimmsten Fall nochmal wiederholen. Deswegen. Ah, okay, weil die Trage jetzt nicht mehr im Fahrzeug ist, kann ich vom Fahrzeug aus nicht mehr sagen. Hol das. Dann hol den. Und dann wird es auch die zweite Person von mir abtransportiert. Dein Krankentransport ist weiterhin da. Der kann nach Hause. Der kann nach Hause. Der kann abfahren. Ich glaube, wir haben Abschlepper zu viel. Ja, das passiert. Alles der VU jetzt auch durch. Das läuft doch. Okay, die Abschlepper sind... verwirrt. Nennen wir es mal so. Was gibt's? Alles klar. Ach, komm, anaphylaktischer Schock und Krankentransport sind beide abgehakt. Also die erledigen sich von selber. Sehr schön. Du musst noch die Tür mit Polizei wieder verschließen hier oben. Ja, er rennt natürlich außen hinten rum ums Haus, um mal zu gucken, ob auch alles wirklich aus ist an Feuern. Dann geht er erst nach vorne und macht die Tür zu. Ja. So, der VU ist auch durch, also alles super. Alles klar. Erwartet in Ordnung. Unklare Rauchentwicklung, na super. Ja, der Schornstein. Okay, der eine RTW will nicht wieder abfahren hier beim VU. Bin dabei. So, wo ist das? Bei der Wache 12. Ne, da fehlt noch eine Person drin, ne? Die Wache 12 war deine. Ja, der will nicht einsteigen. Der steht da. Kannst du noch irgendwo hinkriegen? Der will nicht einsteigen. Ja, der will doch nicht weggehen. Nö. Okay, also das ist noch einer der nervigen Punkte. Ups. Ich habe außerdem einen neuen Einsatz angeklickt. Das ist eine dicke Dingsbums. Präsentation. Demonstration heißt es. Auf der Schule. Ist das ein Kindergarten? Fridays for Future.
Ich hol mal auch die B-Pole. Die hab ich ja. Also mal, ist das hier Wache 1? Kann ich hier da bringen. Ist das Wache 1? Es ist Wache 10, genau, ja. Also von der die Bundespolizei hole ich mal. Soll ich auch die Bereitschaftspolizei holen? Ich hole einfach mal die Bereitschaftspolizei auf. Und stelle ich mal parallel zu den Straßenbahngleisen. Ich stelle mich auf den Platz mit meinen zwei MTWs. Also ich komme als Backup dazu. Kannst du sowas leisten? Also warte mal hier. So, hast du meinen Sunny weggeschoben irgendwie mal? Nee, mach ich gleich. Hast du nochmal probiert, nochmal zu drücken? Ja, der will nicht. Fahr nach Hause? Okay. Der will nicht einsteigen, nach Hause fahren, wenn ich da draufklicke, passiert auch nichts. Jetzt macht das. Aber ich finde es gut, naja, dass man es noch so einfach lösen kann. Dafür gibt es das Debug-Menü, ja. Genau. Zum Glück. Das ist ein bisschen Stadion, oder? Ist eine unklare Rauchentwicklung? Ich höre die Feuerwehr. Ja, meine Hauptwache. Die fahren wirklich einfach durch den Park durch. Straße? Durch die Straße fahren? Jetzt werden Umwege. Jo, okay, also hier brennt so ein bisschen. Oh, scheiße. Oh. Ist in Arbeit. Möchtest du Unterstützung haben? Gerne. Weil der Wald hier, den habe ich keinen Bock drauf. Ist so schön, dass ich nichts in der Nähe habe. Ja, muss ich mal freiwillige Feuerwehr dann. Was gibt's? Okay. Weil 11 und 12 sind beides dein. Also ich könnte die 2 holen. Oder tatsächlich die 13, okay. Aber die sind halt alle ein bisschen weiter weg. Höre. Wird gemacht. Bin bereit. Was gibt's? Wollen wir die gesamte Wache 13 inklusive des Schlauchwagens. Für den Fall, dass wir Wasserprobleme bekommen. Ich stelle die mal auf die andere Seite des Waldes. Da, wo die zu große okay. Straße ist. An dem Supermarkt, an dem Aldi. Was gibt's? Oh lol, da ist ja auch irgendwie dran. Naja, egal. Da habe ich jetzt hier die Freiwillige aus der 13er ermut. Ja, jawohl. So, deine Polizei ist jetzt vor Ort. Meine Polizei auch inklusive Bereitschaftspolizei, wozu auch ein Wasserwerfer zählt. Weißt du noch, der gute alte Wasserwerfer? Ja! Ja! Das TLF mit dem unendlichen Tank gefühlt. Ich weiß nicht, wie viel Unterstützung du benötigst. Ich hätte für dich hier aber 6 Bereitschaftspolizisten mit Helmkleidung und sowas. Und noch 4 weitere Polizisten in den Wasserwerfer. Als Backup hier stehen. Oh. Hast du vielleicht Blendgranaten? Die werfen negativ. Steine. Negativ. Die werfen Steine. Ich hole den Wasserwerfer. Ich ziehe den Wasserwerfer jetzt hier rein. Ich durfte die ganzen Leute ja langlaufen, ne? Weil jetzt darf ich nicht reinkommen. Kommt überhaupt da rein? Weiß ich nicht. Er probiert's zumindest. So, wenn ich, also wenn du irgendwie Festnahmenstrategie, Plan, irgendwas machen willst, dann gib Bescheid. Ich bin gerade dabei. Warte, ansonsten habe ich auch noch ein paar Leute zur Verfügung. Ja, okay, Leute, schießt ja die Leute ab, die hier unten stehen. Toll. Ah, doch, hier vorne schießt er jetzt auch. Ah, okay, der schießt in alle Richtungen Leute an. Da schießt die friedliche Gruppe an, die hier die rausgeholt hast. Die kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter wegziehen mal. Bin dabei. Und auch die Steinewerfer da oben. Weil der kann nicht reinfahren. Der steckt jetzt hier nur im Zaun irgendwie fest, aber der kann nicht reinfahren einfach.
Brauche ich mal jetzt auch Zugriff mit der Bereitschaftspolizei. Kannst du schauen, dass du bei dem Brand vielleicht ein bisschen was machst? Weil ich kümmere mich hier gerade um die Festnahmen. Und zwar ohne, dass meine Polizei Schläge abbekommt. Moment. Von mir noch nichts da. Okay, kannst du mir dann ganz kurz sagen, wie es aussieht? Katastrophal. Scheiße. Ist ein großer Häuserblock gerade gefährdet. Der Wald hat sich weiter ausgebreitet. Und du sollst in deinen Verteiler noch mehr Feuerwehrleute anschließen. Ja, die waren gerade noch dabei unterwegs, ja, alles anzuschließen, deshalb haben die gerade nicht reagiert. Ja, ich weiß schon. Aber von mir ist immer noch nichts da. Das ist Wache 14 dann, ne? Ne, Wache 12. Kommt doch hier rein. Toll. Von dir sind die Leute da? Sofort. Sie muss versorgt und abtransportiert. Mach ich. Okay. Verstanden. So, ist auch cool, dann, dass dann halt noch eine Person steht, aber die halt den gleichen Lärm macht. Ja. Ist ein bisschen laut. Und mehrstimmig. Ja. Kann halt nicht jeder mehrstimmig protestieren. Und er geht nicht mit. So, 6 Leute gehen in Angriff von mir. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich alarmiere... Irgendwo noch welche frei? Ich alarmiere nochmal Einsatzkräfte nach. Ich hol das AB. Auf die große Straße auf der anderen Seite von dem Wald da. Da habe ich auch gerade meine Freiwilligen alarmiert. Also gucken. Okay, dann alarmiere ich auf die Rückseite von dem großen Haus nochmal Berufsfeuerwehr. Ich hole meinen AB ELW. Da meine gesamte Berufsfeuerwehr 2 kommt im Löschzug jetzt auf die Rückseite von dem Hochhaus. Block. Ach, okay, ja, da passt. So, Schlaganfall, wie gesagt, machst du. Jo, wird versorgt. Der Krankentransport, machst du den auch schon, oder? Nee, aber kann ich machen. Nee, der ist direkt neben meiner der ist direkt neben meiner Feuerwache. Okay. Unklare Rauchentwicklung, ja. Naja, das war mal eine Rauchentwicklung, ursprünglich, eine kleine. Ich mein Wasserwerfer, Alter. Könntest du den vielleicht umparken, weil ich glaube, die Person, die bewegt sich nicht so richtig wegen dem. Ja. Ah, okay, jetzt. Oh Gott, hier geht es ja auch weiter. Hey, okay, die Leute frei. Na gut, hier grenzt es jetzt ein. Putze ich wieder ab. Ah, okay, meine Leute, hier sind da. Okay. Nein, ich wollte erst Atemschutz aufsetzen. Scheiße. So, die Freiwillige Feuerwehr ist im Angriff, die sind da unterwegs. Und die BF ist auf dem Weg. Als brennt sie schon ordentlich um das Hochhaus herum. Also wenn es noch nicht direkt gleich Feuer fängt, dann werde ich da erst noch mit der DLK draufgeben. So, du kannst mit der DLK hab ich schon gemacht. Drauf gehen. Jawohl. Ist schon dabei. Weil hier brennt gerade Büsche ringsherum, das ganze Ding. Alles klar. Dann würde ich von der Seite jetzt gleich auch nochmal Leute in Angriff schicken. Entweder 3 oder 6 Leute, muss ich mal schauen. Ich ziehe mal ein paar Leute weg, dass die lieber auf der unteren Seite dorthin gehen. Mhm. Ich so gerade, dass es sich Richtung Osten weiter ausbreitet, ungehindert. Richtung Osten? Trifft die gleich ein.
Lol, im Osten Wald, ist da oben. Osten, ne? Ja, das ist oben. Ach nee, aus meiner Sicht, ja klar. Hm? Bin bereit. In die Richtung da breitet sich gerade immer weiter aus. Okay, die brauche ich jetzt auch nicht loszusetzen. Und da steht auch niemand. An Fahrzeugen. Sicher, dass es Osten ist, was du meinst? Weil du musst ja immer sehen, du hast die Sichter gedreht, ne? Hm. Panzerknacker, Knacker? What? Ach, wahrscheinlich wegen Gefangenen abtransportieren oder so. Dein Dings ist da. Bin bereit, sofort. Beim Krankentransport. Ja. Yeah. Genau. So. Dann hätten wir das. Hätten wir das. POL. Protestkundgebung. Hä? Protest? Oder Kundgebung wahrscheinlich. Keine Ahnung. Mhm. Eins von beiden meinen sie. Was gibt's? Hier, kommt mal bitte mit runter. Jawohl. Ah, nett, hier ist kein Hydrant. Hm, brauchst du irgendwo Wasserversorgung? Da oben, das kannst du lassen. Das kannst du lassen. Ich habe einen sehr entfernten Hydrant. Ja, nee, lass es einfach. Das brauchst du nicht, das ist sinnlos. Ja, die kommt trotzdem noch zu dir da gerannt dahinter. Mit ja, das System. Bringt aber nichts. Die kannst du abbauen, so, ja, okay, und verlegen vielleicht. Da oben das kleine bisschen, ja, okay. Egal, ist eine HLF baut auf. Was gibt's? Okay, den ABLW brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Boah, die Schläuche, okay, die sehen sehr akkurat aus. Auch hin, fährt die DLK? Du kannst Motorsägen, Leute, machen. Was gibt's? Warum? Einfach so? Um das Feuer wenigstens einigermaßen einzugrenzen. Ja, ich würde es lieber einfach löschen. Weil so weit ausbreiten kann sie jetzt auch wieder nicht. Also klar, hat noch ein bisschen was, aber wir kommen dem ja schon recht gut, sehr gut hinterher, dem Feuer, deswegen. Okay, es ist aber auch außerhalb der Reichweite meiner Feuerwehrleute. Eben. Vielleicht wäre der ABLW dann doch nicht ganz so dumm gewesen. Naja. Der Polizeieinsatz ist übrigens abgeschlossen soweit. Schlaganfall fährt nach Hause. Bin bereit. Achtung, Alarmstufenerhöhung. Und ich habe mal die Alarmstufe erhöht. Na, ich habe einen HLF und einen LF bekommen dafür. Mir ruckelt's gerade extrem. Ja. Jetzt ist wieder weg. Da werde ich gerade nur einen Frame pro Sekunde. Bin dabei. Hm. Bin dabei. Gar nicht so gut. Ja. Es sind wesentlich mehr Bäume bzw. Entities als in dem Original Emergency Wald. Ja. Das merke ich gerade so beim Sägen. Ja. So, du bau mal an sich ab, weil deine Leute kommen eh nicht hin. Ich hole die zwei HLFs meiner Hauptfeuerwache jetzt nochmal hier hin an die Stelle, wo es gerade akut brennt. Dass die da von da nochmal angreifen sollen, aus der Richtung. Ich glaube, so langsam sollst du nochmal aus der Range deiner Feuerwehrleute kommen. Hm. Weil ich die HLFs ja eh schon hier habe. Ich blockiere das jetzt gerade so weit, dass ich das nicht noch weiter nach Westen, nach Süden, nee, warte, hä? Westen, doch. Ausbreiten kann. Wir haben sich so mit Himmelsrichtungen. Naja. Himmelsrichtungen sind eh nur Bürgerkategorien. In Ordnung. Bin bereit. So. Ist die Schneise auf der Seite zumindest schon so einigermaßen fertig, dann kann ich die auch sagen, dass sie abfahren sollen. Ja,
Hatte ich dem nicht gesagt, das kann auch irgendwie. Warte mal, mach eins. Hier einsatzbereit über Funk. Den HLF, den holen wir uns wieder. Ja, setzen wir da hin. Ja. In Ordnung. Oh, das zur Sicherheit nochmal. So, ich gehe, dass hier nochmal 6 Leute in den Angriff gehen. Von der Gegenseite. Jawohl. Also die Seite, die ist gerade sich gerade ausbreitet. Ich finde es übrigens auch gut, dass wenn man die eine DLK zurückschickt, dass die sich dann selber den Schlauch hinten abbaut. Ich korrigiere, es sind nur 5 Leute. Das eine HLF hat nämlich nur, das eine LF hat nämlich nur 2 Leute im Besatzung. Sehr gut. Oder? Naja. Und der eine ist gerade noch am Aufbau der Wasserversorgung beschäftigt. Ah ne, warte mal, doch, ich habe noch einen übrig. Beim anderen HLF, der kann noch eingesetzt werden. Hier, komm, anschließen noch. Die nur faul rumstehen an der Wasserversorgung. Kannst du schon auch noch löschen. Also doch, 6 Leute gehen in Angriff. 4 Leute sind schon, 2 kommen gleich. In Ordnung. Ja, dezente Rauchentwicklung halt, ne? Ja, unklare Rauchentwicklung, ne? Nicht dezent. Aber wie Entwickler halt auch meint, ne? Umso länger es dauert, bis das erste Fahrzeug vor Ort ist, umso größer ist die Brandausbreitung bis dahin. So, so sieht es aus, hast du auch schon einen Einsatzstopp reingemacht? Ja. Sehr schön. Mitgedacht wie immer. Ja. Sonst hätte ich das jetzt gleich empfohlen. 1 und 3 Leute reingesetzt. In die Brandbekämpfung. So, aber jetzt kommen wir gerade gut voran hier. 6 Leute von mir löschen jetzt. Gehen von jedem Verteiler 3 Schläuche ab bei mir. Die Feuerschneise ist auch soweit fertig. Und ich glaube, die Bäume, die sind zum Teil schon ausgebrannt. Na, teilweise hat sich auch wieder entzündet. In den Stellen, wo meine Feuerleute standen, haben sich teilweise auch wieder Büsche entzündet, und die meine Feuerleute fast eingeschlossen hätten. Also, die mussten auch aufpassen, dass sie erstmal sich wieder vom Feuer befreien. Ja, da sieht man mal, wie sich Einsätze, Einsatzstichwörter erhöhen können. Von, ja, eine unklare Rauchentwicklung hin zu einem Waldbrand und 3 Einfamilienhäuser, die ausgebrannt sind. Naja. 4 Einfamilienhäuser, die ausgebrannt sind. Also das eine habe ich eigentlich darauf mit der DLK gekühlt. Ja, und das eine... Und das eine Mehrfamilienhaus hier, was akut bedroht war. Gut, dann LF, HLF rückt auch ein. Eigentlich sind beides HLF, so das eine HLF hat nur so eine kleine Besatzung, verstehe. Haben nicht genug Leute gehabt in der Schicht. Ja. Da ist dann neben Maschinist und und hier Gruppenleiter nur 2 weitere Feuerwehrleute von 4 weiteren Feuerwehrleuten auf dem Fahrzeug drauf. Dein Krankentransport, der fehlt noch, da müsstest du einmal eh drücken. Ja, so, wird gemacht. Ja. Ich vergesse die Krankentransporte einfach immer. Hey, na, immerhin vergiss nur die Krankentransporte, wenn du was anderes vergessen würdest, wie so ein Brand hier, der wird schlechter. Ja, und man würde es merken, wenn die ganzen... Die Krankentransporte, die haben jetzt nicht so viel, eine hohe Priorität. Dadurch. Ja, aber ich würde auch schon wieder sagen, das war's von dieser Folge. Ich habe wieder vergessen, eine Thumbnail zu machen. Unglaublich. Aber, ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns nächste Woche wieder. Was ist nächste Woche? Oder ihr schaut euch einfach, ihr habt abonniert, ne? Und schaut euch einfach ein Video dazwischen an. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.